Jetzt bin ich nicht im Spiel drin. Kannst mal wieder aufs Spiel klicken. Fehler. Kritischer Fehler. Jetzt bin ich wieder im Spiel. Okay. Alles läuft, ist an. Und okay, danke. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und wie ihr seht, spielen wir wieder The Forest VR Beta. Wenn es ein bisschen rumzickt, dann tut's mir leid. Ich habe das jetzt hier mal so aus dem Stehgreif irgendwie schnell mal wieder alles aktiviert. Die VR-Brille ist schon verstaubt. Schande über mein Haupt. Ich habe sie schon lange nicht mehr benutzt. Ich spiele im Stehen. Das wird gleich komisch im Flugzeug aussehen, denn wir machen mal ein neues Spiel. Sagen wir mal normal. Ja, komm. Dann haben wir hier einen wunderbaren Ladebildschirm. The Forest. Tipps. Verstecke dich in Büschen. Oh, jetzt habe ich was anderes. Okay, flacker, flacker. The Forest lebt. Und ja, ich stehe im Stuhl. Ich mache meine Brille noch ein bisschen richtig. Gucken wir aus dem Fenster. Und das Fenster ist auf einmal weiter weg und ich bin gerade verrückt. Jetzt bin ich wieder auf der normalen Position. Kann man das hier quasi ein bisschen lesen? Bei mir wirkt es aber gerade verschwommen, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Kann ich das Essen essen? Nee, skippen wollen wir nicht. Hey, psch, psch, aufstehen, Junge. Aufstehen, nicht schlafen. Das ist ein Buch. Achso. Die. Oh! Ich war gerade aus dem Flugzeug. Nicht B drücken. Kann ich das hier irgendwie sein Büchlein oder so nehmen? Oh doch, ich nehme es irgendwie. Guck mal her. Mein Survival. Gib her. Ja, ich habe mal eingesteckt. Alles gut. Hey, mach mal auf hier. Bricht ein komisches auseinander. Sieht das scheiße aus. Oh. Ja, im VR ist das ein bisschen anders. Oh. Jawohl. Oh. Ja, das wirkt schon mal cooler als so am Monitor und wieder. Oh. Haben wir den überhaupt jemals gekillt, diesen blutigen Typen? Oder habe ich das wieder vergessen? Timmy, nein! Ah, da bin ich sogar. Ich krieche hinterher. Hatte ich gerade Handschuhe an? So, jetzt stehe ich in der Luft. Hallo, ich stehe aber. Genau, steh mal auf. Wir verbinden uns mal quasi. Ich bin immer noch zu groß, finde ich. Erstmal futtern. Futtern. Warum bin ich so groß? Warum zittert das hier alles? Ah. So, ich glaube, jetzt geht's. Da ist eine Dose. Das Gute ist, man muss sich nicht mehr so viel bewegen. Also ich wollte das nicht alles taken, ich will es einfach mitnehmen, ne? Also es ist, da war auch ein Bild gerade links. Irgendwas mit Babys oder so. Vorsicht, Babys. Keine Babyklappe. Dann nochmal essen. So, haben wir was im Klo? Eine Zeitschrift, Klo-Lektüre, Alkoholhammer gefunden. Movement blockiert, okay. Kann ich nicht zuschieben, okay. Ja, Kindermal, das ist ja für unseren Timmy, aber kann ich nicht aufheben. Dann da noch was essen. Dann Medizin und dann haben wir auch gleich hier unsere geliebte Handaxt. Und die hat einen komischen Daumen. Hm. Geht nicht? Oh, hier muss ich bücken. Oh, mit Animation. Gut, jetzt bin ich wieder er. Läuft. Haha. Ja, willkommen in der Welt von The Forest. Ab und zu, wenn wir gehen, haben wir so eine Art Tunnelblick. Weiß gar nicht, ob das so gewollt ist. Boah, ich muss mich bücken. Ich krieg's noch mit dem Rücken.
Oh, Tennisball. Wie krieg ich dich los? Scheiße, geh weg. Geh weg, Junge. Wie krieg ich dich weg? Wie krieg ich dich weg hier? Junge, das Feuer aus. Ich bin überfordert. Geh aus. Ach so. Aber wir kriegen. Wir nehmen mal. Warte mal. Ich nehme das Objekt. Das will ich haben. Gib's her. Ach, nein! Jetzt ist er wieder da! Geh weg! Warum habe ich wieder diesen. Ah, ich habe ihn weggeworfen. Ich weiß nicht wie. Mach Feuer aus. So. Ah! So, kriege ich jetzt meinen Gegenstand? So. Oh, ist das schwer. So, hier haben wir noch einen Topf. Oder. Ah, Jukits. Nee, geh weg. Oh, geht ein bisschen tiefer runter, ne? Ja, also ich möchte jetzt im VR-Mode hier nicht runterfallen. Dann sind wir hier auch gleich bei den Kannibalen zu Hause. So. Ups, Entschuldigung. Nee, nicht das Feuerzeug, geh weg. Batterien und Stoff. Pilze esse ich nicht. Das mag ich nicht. Man muss richtig hacken. Ich habe irgendeinen Vogel entdeckt oder so. Wir brauchen Stöcker. Damit wir quasi gegen die Kannibalen mit dem Speer vorankommen. Ah, da sieht ihr mein Problem, das Gitter. Ich habe einen zu kleinen Raum. Ich bin noch kein bekannter YouTuber, also hat man keine großen Räumlichkeiten. So, ja, Laub ist immer ganz gut. Brauchen wir später für ein Lagerfeuer. Oh, guck. Können wir den mal vom Namen betrachten? Der hat einen Schuh auf dem Kopf und Nägel. Hallo? Kann ich dir was ins Mund stecken? So geht. Hey, wirklich nicht. Hey, Jukic. Oh, Spinne. Die wird ja größer. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Bringt zwar nichts. Wo sind der ganzen. Wo ist der ganze Kram hingeflutscht? Den habe ich doch gar nicht eingesammelt, oder? Ach so, ja, das ist ein Kannibalendorf, ne? Also hier könnten Kannibalen sein. Wo sind die Stöcke? Haben wir schon voll? Ja, wir sind halt am Anfang des Spiels, ne? So, wie kriegt man jetzt hier den verdammten Speer? Kombinieren? Ne, das habe ich denn. Warte mal, schwacher Speer. Einfach zwei jetzt hier. Das war der schwache. Oh, Feder. Feder kann ich nicht nehmen in diesem Modus. Okay. Was haben wir noch zur Auswahl? Pfeile, brauchen wir Federn. Handgemachter Bogen. Brauchen wir Seil. Handgemachter Bogen. Warte, ich nehme erstmal den Speer hier. Den will ich ausrüsten. Benutzen. Oh Gott, das ist ja ganz komisch hier. Ah, Cola. Nein! Cola. Cola, Cola, Speer. Also, das ist mir jetzt gerade hier so ein bisschen doof. Diesen Speer zu benutzen, das war im normalen Spiel viel besser. So doof nach vorne stoßen. Benzin nehmen wir mal mit. Und hier haben wir gleich Seil, ne? Das heißt, ich würde sagen, wir jagen uns mal ein paar Vögel. Den Tennisball lassen wir mal liegen. Oh, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier.
Scheiß Vogel. Vogel. Waran. Kann ich nicht irgendwie... Ach, ich mach's automatisch. Gut. Waranfleisch. Nimm. Ist aber riesig. Ah! Ist er hier? Oh, Vogel! Vogel! Hallo! Ich bin dein kleiner Freund. Willkommen bei The Forest. Ich bin der Waran. Wenn du Fragen hast, dann frage mich. Ich kenne die ganze Insel. Wie krieg ich den wieder weg? Ich will den nicht. Das geht doch nicht. Man muss... Ah, die obere Taste. Dann kriege ich aber den Scheiß. Den will ich aber auch nicht. Ah, jetzt kriege ich das irgendwie. Okay. Puh, es ist nicht leicht, das Spiel. Wir brauchen noch mehr Federn. Federn. Kommt her. Ich brauche Federn. Komm runter. Feder. Also ich kann in der VR-Geschichte besser die Vögel töten als im normalen Spiel. Das ist schon mal der Vorteil. So, kombinieren. Wir brauchen jetzt einen Bogen. Wir haben ein Tüchlein. Wir haben ein Seil. Toll, jetzt habe ich mir irgendwas anderes gebaut. Geh weg. Geh weg. Ich dachte, wir brauchen ein Seil. Wasserschuhe, Köcher, kleiner Steinbeutel, handgemachter Blass, handgemachter Bogen. So. Dann brauchen wir das. Federn haben wir da. 5 Pfeile. Haben wir noch vielleicht? Nee. Können wir den Bogen nehmen? Nein. Ah, ich will den doch benutzen. Benutzen. So, jetzt habe ich das Feuerzeug an. Da habe ich was laufen sehen. Ich laufe mal weg. Wie mache ich das mit dem Bogen? Ich habe einen Pfeil in der einen Hand und den Bogen in den anderen. Hallo. Bogen. Ja, soll ich jetzt damit einen hauen oder was? Und wie benutze ich den? Oh. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe und ich habe ein zu kleines Zimmer. Wir laufen weiter. Ich halte ihn gespannt, wie Robin Hoods. Oh, gehst du weg. Ah, hier ist der See. Hier war meine alte Basis. Da können wir gleich Fische fangen. Oh, das Ziehen des Bogens. Das wird mir langsam zu schwer. Ja, die sind hier immer magisch hier, die Koffer. Die fliegen einfach hier rum. Ich weiß aber nicht, wie das mit den Zielen hier funktioniert. Jetzt bin ich durcheinander. Warte mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das aussieht ohne meine Basis. Ja, doch. Hier war meine Basis nicht. Hä? Doch, hier vorne war sie. Weil da ist die Schlucht, genau. Das tiefe Loch. Guck mal, das ist ein Bogen. Fantastisch. Genau. Sieht ja echt, ja, grün aus. Ich denke immer schon, was sind das da? Stein. Normalerweise habe ich damit immer gut Kannibalen getötet. Ich glaube nicht, dass das bei mir funktioniert. Aber, ja, suchen wir uns doch mal einen.
Am besten ein Einzelgänger. Ich überlege gerade, wo wir uns denn verbarrikadieren, ey. Denn hier. Das ist eine kleine Anhöhe oder hier bleiben wir hier oben. Ganz einfach. Alter Scheiß, wie groß sind dann die Mutanten, wenn ich so diese Perspektive habe? Das ist eine Schildkröte. Okay. Ich dachte sogar, was ist das denn, ey? Das ist eine Schildkröte. Die ist ganz gut. Mit einem Rückenpanzer kann man sich so einen Wasserbehälter bauen, so ein Wasserfangding. Dingsbums. Und wir jagen uns einen Kannibalen. Oh, das ist ja. Oh, tief. Ups. Die waren doch immer hier. Hallo. Schritt zurück. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Ich bin hier auf dieser Insel gestrandet und suche meinen Sohn Timmy. Hallo. Ah, da kommen sie. Ohohoho! Gleich ein Headshot verteilt. Wie geht das denn? Na, komm her, ich bin Robin Hood, du kleiner Sack. Oder auch nicht. Lebst du noch? Ja, und backt genauso rum wie bei der normalen Version. Hey, Papier, Papier, Papier. Ja, getroffen haben wir ihn. Warte mal ganz kurz. Nee, ist falscher Button. Gib mir ganz schnell meinen Speer. Hey, Jukic! Scheiße! Bleib hier! Du hast meine Pfeile! Hey du! Bleib hier, komm her! Stirb! Stirb! So, kann ich meine Pfeile wieder haben? Warte mal. Hier ist das Feuerzeug. Ich komme mit der Geschichte noch nicht ganz klar. Kannibalen zerhackstückeln. Ein Kopf. So, jetzt haben wir einen Kannibalenkopf dabei. Für schlechte Zeiten. Wir gehen da nochmal hoch. Da oben sind Pfeile. Muss ich jetzt hier selber schwimmen? Nee, Gott sei Dank. So, Pfeile. Den haben wir gleich erwischt. Achso, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht infizieren. Ach, hier ist die Uhr mit Hunger, Durst und schieß mich tot. Mit Ausdauer, wenn wir natürlich Hunger und Durst haben, ist unsere Ausdauer geringer. Das heißt, wir holen dann nur kurz die Pfeile und ja, besorgen uns mal was zu essen und zu trinken und den ganzen Kram. So, hier ist ein Koffer. Ne, ist ein Wechsel-T-Shirt, das wollen wir nicht. Gehen wir weg. Oh, auf den Rücken! Dynamit oder sowas, auch ganz gut. Ne, es ist glaube ich diese Leuchtstäbe, dass man halt was im Dunkeln sieht. Aber jetzt haben wir erstmal Pfeile. So. Das sind sie nicht, das ist Mutter Natur. Da haben wir ihn. Hallo, wen haben wir denn da? Wir sind nicht alleine. Okay. Okay. Ja, kommt her, kommt her. Nur ihr und ich. Komm her, komm her, komm her. Ich habe nur meine Axt. Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, komm hier auf kleine Frau. Wo ist der andere Typ hin? Von hinten! Oh, ich hab's geahnt. Oh, sind doch zu viele!
Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Wie kann ich laufen? Wie kann ich laufen? Wie kann ich springen? Ich weiß es nicht. Wie kann ich laufen? Muss ich laufen? Wir müssen auf unseren Rückzug achten. Da springen sie schon runter, die Schweine. Die Sonne geht auch runter. Das ist immer ihre Zeit, glaube ich. Wie kann ich laufen? Ah, gedrückt halten. Vielleicht hauen wir einfach ab. Ah, sie schleichen nur hinterher. Lauf, Forrest, lauf! Ich hab Tunnelblick. Ach, die wissen, wo ich hin will. Weil ich einfach zu lahm bin. Wie kann ich denn hüpfen? Man konnte noch hüpfen, oder? Puh. So, machen wir Licht aus da, der sieht uns doch. Achso, ducken braucht muss ich in echt machen wahrscheinlich, ja? Ob uns noch sieht. Gut, es wird kalt. Ich würde sagen, wir gehen hier mal weg. Das war mir viel zu viel Action. Puh, Bäume fällen können wir auch. Wir brauchen einen Unterschlupf zum Speichern. Mir wird gerade extrem warm. Ich muss mal ganz kurz... Warum ziehe ich auch einen Pullover an, wenn ich The Forest spiele? Ja, jetzt geht die Sonne runter, jetzt haben wir die Arschkarte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ach so, da ist die Schlucht. Da glitzert irgendwas. Schöner Sternhimmel. Und ja, wir sollten mal was essen. Hallo. Gut, was haben wir denn da? Ich auf die Uhr. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Dann können wir uns hier Vogelfleisch machen. Ne, falscher Knopf. Uns wird kalt. Ich muss ein bisschen schneller agieren. Hallo. Wir erfrieren. Wieder falsch. So, ich brauche mein Überlebensbuch. Wir brauchen Feuer. Feuer. Haben wir da schon das Normale? Können wir das bauen? Ja, mit anmachen. Wie mache ich das an? Okay. Jetzt können wir uns wärmen. Wie kann ich Use rotieren? Ah, rotieren. Wir können jetzt Menschenfleisch essen. Wir können jetzt auch Vogelfleisch essen. Ich will das Vogelfleisch. Und dann packen wir mal alle drei drauf. Ja, regnet ein bisschen hier, ne? Ist halt so. Mutter Natur, Regen pur. Ja, also in VR wirkt das ganze Spiel anders und ich bin überfordert mit der Steuerung. Jetzt werden einige auf die Idee kommen, hey, geh doch mal in die Höhle. Dann sage ich euch, nö, mach ich gar nicht. Yam-yam Fleisch. Nam-nam-nam-nam. Das nächste Fleisch. Yam-yam-yam-yam-yam. Und dann nochmal Fleisch. Yam-yam-yam-yam-yam. Was sagt die Uhr? Volle Kanne. Gut, das brennen wir mal. Brennen, 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 brennen. Ein Vogel. Und hier wird uns gezeigt, dass wir zwar hacken können. Und ich muss in echt hacken. Das ist ja Hammer. Und das geht natürlich auf unsere Ausdauer. Die echte Ausdauer und natürlich dann die im Spiel. So. Baum fällt. Bevor mir das... Oh, Feder.
Ich nehme das mal ganz kurz. Das rollt uns dann nämlich weg. Berg runter, ich kenne die Stelle. Kann ich das hier so fallen lassen? So quer. Ah, nein, das wollte ich so nicht machen. So, wo ist mein Holz? Okay, so kann ich das fallen lassen. So bleibt das hier in der Nähe des Steins und rollt nicht runter. Baran! Ach so, ich brauche meinen Speer eigentlich. Ich öle unter dem Teil. So, wir brauchen das nicht. Wir brauchen unser Lebensheftchen, das war hier. Und dann brauchen wir was zum Schlafen. Und ich würde sagen, wir bauen ruhig das hier. Kann ich das irgendwie drehen? Rotieren? Hier? Ah. So schön am Lagerfeuer. Dann können wir nämlich da schon, das können wir gebrauchen. Äste haben wir schon, Steine haben wir noch nicht. Und Baumstümpfe brauchen wir noch ein paar. Ey! Wer macht denn sowas? Komm mal gleich wieder her. Ich verirre mich hier leichter, glaube ich. So, wir brauchen noch ein Ästchen. Wir müssen eh noch mal einen Baum abschlagen. Vielleicht finden wir da noch eins. Drehen, 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 drehen. Dahin. Ja, das artet ja echt in Arbeit aus, das Spiel. Hacken! Boah. Baumfels! Nur so als Info, wenn man nachts Kracht macht, in den ersten Tagen ist es glaube ich nicht so schlimm, aber später kommen dann natürlich die Kannibalen. Wenn man zu viele Bäume hackt, dann kommen die Kannibalen und gucken, was los ist. Also ihr könnt euch auf jeden Fall, kommen die Kannibalen. Wo ist der Rest vom Baum? Da ist ein Ast. Noch ein Ast. Da ist ein Baum. Boah, ich öle, ey. Achso, man könnte ihn so halten. Oh, ich halte den Baum. Tada! So, Mission Complete. Hier kann man speichern. Boah, sind die alten Spielstände. Bestätigen. Was macht das Spiel jetzt? Okay. Und dunkel ist scheiße. Use. Schlafen wir vielleicht jetzt? Ja, es ist wieder helllichter Tag. Was haben wir verschlafen? Ich gucke immer so ein bisschen nach der Sonne. Dann weiß ich nämlich, ob... Aber scheint morgens zu sein. Nein, nicht ganz morgens mehr, aber... Ja, was man bauen könnte, wäre. Wir müssten jetzt ein bisschen verteidigen, ne? Ich überlege gerade, wo wäre es jetzt am klügsten. Zum Fluss könnten wir den erstmal offen lassen, ne? Stöcker. Steine. Ach, das erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen keinen. Nee, ist falsch. Wir brauchen das Überlebensbuch. Wir brauchen was zu futtern, damit wir das Fleisch dann nämlich aufhängen können. Nächste Seite. Das sind Fallen. Sind auch nicht verkehrt. Deko-Scheiße. Wo war denn das? Waffenhalter. Nee, Waffenhalter brauchen wir nicht. Hier, das ist es. Trockengestell.
Und das Trockengestell bauen wir so quasi hier so dahin. Dann haben wir so ein bisschen natürliche, bisschen Schutz von der Seite. Ja. Wir müssen eh viel jagen. Das heißt, wir nehmen erstmal die Waffe und killen uns ein paar Warane. Vögel sind auch ganz gut. Federn, Federn, Federn. Federn, 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 Federn. Nee, das ist schon. Keine Ahnung, was das ist. Ah, ich würde das gar nicht anmachen. Klapp aus. Ja, und ja, Fleisch. Kaninchen ist noch zu flink, werde ich euch so nicht kriegen. Hey. Jetzt habe ich wieder Licht angehabt und wieder ausgemacht. So, hier ist noch ein Bäumchen. Und hier hinten fangen wir mal gleich an zu fischen. Ah ja, trinken müssen wir auch. Oh, Nase juckt. Oh, oh, ganz schlecht. Oh, oh, oh. Oh, ganz schlecht. Oh, Nase juckt. Oh. Fischi? Er korrigiert das ja selber. Ist ja doof. Use. Das ist ja Arbeit hier. Use. Nein, ich wollte nicht trinken, ich wollte den Fisch sammeln, du doofer Idiot. Ja, jetzt hustest du. Jetzt hast du nämlich davon. Was sagt die Uhr? Wir brauchen was zu essen. Schon wieder hungrig, ne? Man hat mal ein bisschen geschlafen, gleich wieder hungrig. Puh. So, schon mal fertig. Den können wir mal aufhängen. 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 Nee, ah, jetzt habe ich einen Schädelaufgang. Das ist egal. Der kann ja auch mal ein bisschen so, Feuer an. So, was haben wir da? Mal ein bisschen bücken, rotieren. Beine, Beine. Nee, das ist, Use, use. Gut, dann warten wir ganz kurz. Ich habe immer das Gefühl, wir könnten das schneller machen, wenn wir immer so ein bisschen. Alter, der Auto korrigiert, das nervt. Ich mich bücke. Gesundheit. Wenn ich mich bücke, dann korrigiert er das immer. Das ist nervig. Oh, guck an. Nette Vögel, Federn, bleib hier. Kommt zurück. Doch nicht. So, essen. Yam, yam, yam. Gott sei Dank verbrannt. eins war nicht fertig. Scheiße. Use. Use. Das ist das auch nicht fertig? Oh, oh. Ich bück mich und er macht mich automatisch wieder hoch. Das macht gerade meinen Kopf ein bisschen kürre. Woran sehe ich, dass das Fleisch fertig ist? Indem es mir als Üffing anzeigt wahrscheinlich. Das kann ich nochmal rotieren. Na, warten wir mal ganz kurz, dass er fertig ist. Hallo, mach mal ein bisschen hinne. Was sagt die Uhr? Hunger. Dann legen wir noch mal einen drauf. Und dann brauchen wir langsam Laub. Jetzt wird mir langsam schwindelig, weil er immer Auto korrigiert, die Sau.
Hallo, ich will mein Essen essen. Ich würde langsam mal fertig sein da. Yes. So, das andere Stück. Dann machen wir nochmal ein bisschen nachbrennen. Oh, ich habe langsam genug Vogelfleisch. Geh weg. Das dauert mir zu lange hier mit dem Vogelfleisch. Was sagt die Sonne? Ah, Mittag. Die Uhr sagt fast voll. Ich glaube, wir holen uns erstmal eine Schildkröte für Wasser. Ah! Bist du weg? Oh, wie lange braucht er denn? Da liegt da wirklich kein Fleisch mehr drauf. Ich dachte, da liegt noch was drauf. Oh, er brennt. Aua, aua, meine Hose brennt. Gucken wir nochmal auf die Uhr. Ja gut. Ich höre ein Flugzeug. Also die habe ich im Singleplayer-Spiel irgendwie nie gehört. Oder selten, ich weiß es nicht mehr. Okay, Schildkröten waren da hinten so lang. Das kann man immer mitnehmen. Das auch. Tun wir es mal Chili. Chili, die Schildkröte. Steine haben wir genug. Kaninchen! Ah, du kleine Drecksau. Was ist das? Ein Waran. Ist auch nicht verkehrt. So, wo ist die Schildkröten hin? Laub brauchen wir auch. Und da unten läuft ein Kannibale, hat uns aber Gott sei Dank nicht gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Oder bin ich vielleicht an einer Schildkröte vorbeigelaufen? Da hinten. Da brauchen wir aber die Axt. Weil die Schildkröte sich mit einem Schlag, glaube ich, nicht, die ist mit einem Schlag nicht tot. Wir müssen das auf den Kopf drauf. Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen hochgeskippt. Ich hasse dieses. Juhu. Wir müssen warten. Wir brauchen einfach nur zwei effektive Schläge auf den Kopf. Und dann war es das mit der Schildkröte. So, das machen wir auch mal weg. Ach, jetzt ist da unten auch eine Schildkröte oder was? Ne, es war doch nicht zwei. Verdammt, daneben wahrscheinlich. Dann gehe ich kurz zu dir. Jetzt kommen überall die Schildkröten her oder was? Ah, wieder hochlaufen. Und. Hi, Juchitz! Okay. Jetzt kriegen wir zwei wo hat er. Hat er gerade das Ding weggeworfen? Wo ist denn der Schildkrötenpanzer hin? Haben wir den mitgenommen? Ne, wo ist der hin? Super. Einfach weggeflogen oder was? Ach, da ist er. Dann töte ich dich nur wegen dem Fleisch. Bleib hier! So, dich lasse ich am Leben. Und das geht wieder aus, bitte. Ach, da ist jetzt auf einmal noch eine Schildkröte oder was? Da habe ich die alle übersehen. Laufen wir mal ein bisschen. Geht zwar auf Ausdauer, aber dieser Tunnelblick jedes Mal. Ich denke, ich gucke immer falsch. Kein Kannibale, alles gut. Oh, das ist ein Speckchen. Können wir gebrauchen.
Ach, so Glück. So. Ich habe das Lagerfeuer kaputt gehauen, oder was? Super. Ich habe doch ein Standard-Lagerfeuer genommen. Gut, nee, das ist nicht. Ich brauche mein Überlebensbuch, das will ich haben. Und dann bauen wir das dahin. Kann ich das gleich nochmal als zweites haben? Genau, kann man gut gebrauchen. Und dann brauchen wir wieder ein Lagerfeuer. Nee, Lagerfeuer. Ach nee, ich habe das einfach wahrscheinlich gebaut. Ne? Das ist das Gute. So. Zack. So, Steine und Schildkröten müssen wir nochmal haben. Da war ein Stein. Stöckchen. Hier sind noch Stöckchen. Was sagt die Uhr? Nein, Katze. Katze, nur weil du jetzt vor mir bist, heißt es, pass auf, dass ich dich nicht schlage. Ich sehe dich im Spiel nicht. Stock. Eine Uhr. Stöckchen. Nee, war es nicht. Steinchen. So. Und da ist auch noch mal. Alkohol ist immer gut. So. So, das sah gerade so komisch aus, weil ich wieder meinen Ärmel hochgekrempelt habe. Mir ist gerade warm. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch. Ah, guck mal. Das liebe ich hier in der Ecke. Da kann man einfach hier. Der hängt, das ist auch gut. Das ist auch gut, dass er hängt. So. Mir fällt gerade ein, wir können daraus kombinieren, kombinieren, kombinieren. War das nicht so? Ich glaube. Genau, dann können wir das benutzen. Wir kriegen so ein bisschen Tarnung. Brauchen wir noch mehr Laub? Haben wir nicht. Dann nein, nein. Abbruch. Nein! Pack das weg. Wie ist das abgelegt? Nee, ne? Es fängt an zu regnen, das ist ganz gut. Dann füllt sich unser Wasserbehälter, aber wir haben bisher nur einen. Und ein Stock fehlt. Können wir hier noch rotieren? Das geht damit angucken, ganz gut. Okay. So, da brauchen wir auch noch Stöcke. Ich glaube, am besten wäre es, was sagt die Zeit? Wir müssen was essen, was trinken. Wir trinken hier nochmal Soda. Nein, das wollte ich gar nicht. Benutzen. Ich habe leider kein gebratenes Fleisch, also das muss reichen. So, wir gehen ganz kurz zu den Kannibalen, um Stöckchen zu bekommen. Nebenbei brauchen wir noch mehr Laub. Und hoffen wir einfach mal, dass kein Kannibale zu Hause ist. So, Stöckchen. Puh.
Stückchen. Das mag ich nicht. Diese roten Beeren sind doof. Bin ich falsch? Nö, das muss hier gewesen sein. Ah doch, hier. Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Ich habe schon wieder was Flugzeugähnliches. So, ich beeil mich mal ein bisschen. Weil nicht, dass sie gleich kommen oder so. Und da ist eine Cola-Dose. Medizin. Und Laub. Hier ist auch ganz gut. Jetzt sind wir voll. Können ja ganz kurz. Nee. Ah, geh weg. Noch ein paar Pfeile basteln. Nee, können wir nicht mehr. Okay. Ja, dann. Schnell zurück. Oh, hier können wir ganz kurz umsonst essen. Es gibt Nahrung und Trinken. Das können wir wieder ausmachen. Und dann hätte ich gern wieder meinen. Ja, die brauchen wir ja gleich. Sammeln Blätter. Achso, da zeigt er uns noch an, was wir machen müssen, was wir gerade so bauen möchten. Du hast Durst. Aber ich habe doch Durst 100%. Ist verwirrt, ne? Also auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, das Spiel mal mit der VR-Brille zu spielen, aber ich bin ganz ehrlich, da ich das Spiel jetzt schon gefühlt 60 bis 100 Stunden gespielt habe, werde ich jetzt das nicht nochmal in VR durchspielen. Aber für die Leute, die das Spiel quasi noch vor sich haben und das Spiel vielleicht noch gar nicht gespielt haben, kann ich das eigentlich in der VR-Brille doch empfehlen. Man muss sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber ich denke mal, wenn man das hat, dann läuft. So, jetzt haben wir hier nämlich sauberes Wasser. Komischerweise, was hier gefangen wird, ist immer sauberes Wasser. So, mal kurz auf die Uhr schauen. Dann essen wir nochmal ganz schnell was. Das ist so ein großes Stück Fleisch von der Schildkröte. Nein, nicht schon wieder brennen! Nicht schon wieder brennen! Ja, aufgehört. Ja, das hier hätten sie so ein bisschen anpassen können. Ja, die Sonne geht schon wieder unter. Ich weiß nicht, ob wir noch die Schildkröte finden. Oh, wir können es essen. Nam, 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 nam. Achso, wir sind ein bisschen abgefackelt, darum ist unsere Lebensenergie ein bisschen runtergegangen. Und jetzt, bevor wir überhaupt kein Sonnenlicht mehr haben. Das war mein Netz wieder, Entschuldigung. Das Problem ist, was ich habe, es ist halt ein zu kleines Zimmer für VR. Weil mich bräuchte eigentlich nach vorne und nach hinten noch ein
Jeden Meter und zur Seite vielleicht auch noch mal einen Meter insgesamt. Dann würde das natürlich viel besser funktionieren. Ich sehe gerade gar nichts, ey. Schildkröte. Schildkröte. Komm mal hier. Wer bist du hier? Versteck dich doch nicht. Aber liegen lassen vorhin. Fantastisch. Wenn es dunkel wird und nass, dann wird uns kalt. Weil wir, glaube ich, nichts anhaben. Man sieht auch gar nicht. Normalerweise im normalen Spiel ohne VR sieht man ja quasi, was man trägt. Und das sehen wir ja hier nicht. Schade. Da kann ich euch gar nicht die Laubrüstung zeigen. Gucken wir mal runter, aber ich sehe nichts. Okay. Vielleicht sehen wir das dann an der Spielfigur, wenn die halt irgendwie die Haut abzieht oder so. Boah, laufen wir mal schnell hin. Mir ist kalt. So, den können wir schnell fertig bauen. Dann haben wir nochmal ein bisschen Laub. Dollar können wir auch draufschmeißen. So, jetzt werden wir uns genießen nochmal den Nachthimmel. Ja. Und dann verlasse ich euch mit diesen Bildern aus The Forest. Tolles Spiel. VR, ja, kann man spielen. Ich habe da schon anderes gehabt. Ruckelt zwar ein bisschen ab und an. Und die Steuerung muss man sich dran gewöhnen. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass das funktioniert. Kämpfe könnten ein bisschen tricky werden. Aber Bogenschießen geht auch. Man muss einfach mehr auf Sicherheit spielen. Das macht's. Oh. Jetzt weiß ich, wie ich mein Lagerfeuer kaputt gekriegt habe. Ich habe einfach meinen Arm gesenkt und habe es gerade kaputt geschlagen. Ja, gut, das heißt, hantiert niemals mit der Axt irgendwie so in der Nähe von eurem Lagerfeuer rum. Das ist schon mal der Profi-Tipp für euer The Forest VR-Erlebnis. Ich hack hier gerade noch weiter rum. Mir fällt da gerade ein, man kann in den Optionen einstellen, dass man seine Sachen nicht kaputt hacken kann. Und dass der Feind sie auch nicht kaputt hacken kann. Das sollte man definitiv einstellen. Ich hacke hier gerade schon wieder mein Gebäude kaputt und ich erfriere quasi. Und ja, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal ein Abo oder ein ups. Kommentar und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.